Ist auf jeden Fall ganz nice, das heißt, die wird jetzt upgradet auf Level 5. Let's go. 2 Tage dauert das Ganze und ich werde es einfach jetzt beenden. Bam, und damit ist die Meisterhütte auf Level 5. Yo Leute, was geht? Willkommen zu einer weiteren Folge Clash of Clans. Und wo ist meine Meisterhütte? Oh, die ist hier drüben. Und zwar wird heute meine Meisterhütte auf Level 5 verbessert und somit können wir zum Beispiel endlich mal die Kampfmaschine aufbauen und darauf habe ich richtig fett Bock. Ich habe heute 14.000 Gems aufgeladen und ich würde sagen, allein für die Aktion lasst ihr einfach mal einen fetten Daumen nach oben da, weil das ist nicht selbstverständlich und ich habe mir einfach gedacht, ich will jetzt wieder ein bisschen Geld reinstecken, dass ich ein bisschen weiterkomme, um euch ein bisschen mehr zu zeigen. Ja, in Clash of Clans erwarten uns ja richtig fette Updates mit neuen Truppen und so weiter und deshalb will ich dafür auf jeden Fall gut ausgerüstet sein und bereite das Ganze schon mal vor. Aktuell bin ich eben Meisterhütte Level 4, nur auf 1800 Pokalen, weil ich nicht so aktiv fighte, aber mein Dorf ist schon einigermaßen maxed out. Die Mauern sind zwar alle erst auf Level 2, aber zum Beispiel die Bogenschützentürme, die Kanonen, der Tesla, der Zerschmetterer, die Doppelkanone und die ganzen Minen und so weiter sind für meine Meisterhütte maxed out. Das einzige, was noch fehlen würde, sind eben die Mauern, der Uhrenturm und die Juwelenmine. Und ich würde sagen, das machen wir auch direkt schon mal. Juwelenmine wird verbessert. Zack, werden wir auch direkt vorspulen. Jetzt ist es somit auf Level 3. Die kann ich sogar nochmal hochbauen. Und das mache ich auch direkt. Dafür muss ich mein Elixierlager nochmal auffüllen. Vielleicht kann ich das auch sogar noch verbessern. Nee, dafür muss ich meine Meisterhütte noch ein bisschen upgraden auf Level 5. Aber gut, jetzt haben wir erstmal wieder volles Elixier und die Juwelenmine wird verbessert auf Level 4. Das hat sich sogar gereimt. Alles klar, Juwelenmine kann dann erst wieder ab Meisterhütte Level 5 verbessert werden. Aber das ist schon mal ganz okay, denn wir haben jetzt so eine Kapazität von 13 aktuell und produzieren 2,8 Juwelen pro Tag. Das ist eigentlich nicht so schlecht. Okay, dann würde ich sagen, getten wir den Uhrenturm noch auf Level 3, spulen wir auch direkt wieder vor und Level 4 geht sich auch noch aus, dafür brauchen wir aber allerdings nochmal ein bisschen Gold, das wird auch schon mal fertig gejampt. So, das heißt, eigentlich sind wir jetzt maxed out für meine Meisterhütte Level 4, bis auf die Mauern, aber darauf habe ich ehrlich gesagt gar keinen Bock, die alle hoch zu leveln. 100.000 pro Mauernreihe, das ist einfach viel zu viel, deshalb bleibe ich einfach mal dabei und ich werde jetzt meine Meisterhütte hier auf Level 5 verbessern. Wir bekommen den Multimörser dazu, die Kampfmaschine, neue Mauernteile, Elixier, Collector, Goldmine, Elixier, Lager, Gold, Lager, dann noch die Doppelkanone, einmal den Kracher und noch ein paar Minen und Fallen. Ist auf jeden Fall ganz nice, das heißt, die wird jetzt upgradet auf Level 5. Let's go. 2 Tage dauert das Ganze und ich werde es einfach jetzt beenden. Bam, und damit ist die Meisterhütte auf Level 5 und somit auch maxed out aktuell in dem Nachtdorf. So nenne ich es immer, keine Ahnung warum. Ja, das heißt, wir gehen jetzt einfach mal in den Shop und schauen mal, was wir bauen können. Erstmal fülle ich mein Gold ganz auf und mein Elixier auch. Ja, wir haben jetzt sowieso wieder ein bisschen mehr Platz bekommen durch das, ja, durch die Meisterhütte Level 5. Die speichert natürlich auch ein bisschen Gold und Elixier. Na gut, dann würde ich sagen, baue ich erstmal die Basics, Elixiersammler, bam. Dann die Goldmine, die setzen wir einfach irgendwo hier hin. Ich will meine Basics auch noch nicht großartig umbauen, das mache ich dann irgendwie mal in einem Livestream oder so. Aber gut, jetzt erstmal das weitere Elixierlager und dann noch das Goldlager. Dann haben wir schon mal diese Basics dazu gebaut. Ja, dann machen wir noch eine Doppelkanone. Kann man auch auf jeden Fall gebrauchen. Perfekt, die wird auch direkt fertig gejammt. Wir werden heute so viel Gold und Gems ausgeben. Ich hoffe, das ist einfach mal worth it. Und jetzt können wir wieder ein paar neue Mauernteile bauen. Bam, bam. Ich baue die einfach mal alle hier hin. Okay, da ist gar kein Platz mehr, aber okay, das sind jetzt meine neuen Mauern. Werde ich auch direkt auf Level 2 alle verbessern. Das geht eh relativ gut mit 10.000 Gold pro Upgrade. Ist auch relativ günstig, aber wie gesagt, diese Mauern zu maxen ist so anstrengend und kostet einfach so extrem viel. So, die Stoßfalle haben wir auch nochmal gebaut. Kracher, den setzen wir einfach mal auch hier irgendwo hin, spulen den direkt vor. Und ja, Leute, dann kommen wir noch zu den langweiligen Fallen und Minen. Und dann kommen wir auch schon zur Battle Machine. Ich habe richtig Bock darauf, die endlich mal freizuschalten. Dafür brauchen wir aber erstmal ein größeres Elixierlager, weil das Ganze kostet 900.000 Elixier und so viel können wir gar nicht speichern. Das heißt, das muss erstmal verbessert werden. Und das mache ich jetzt auch erstmal. Bam, 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 bam. Und ich glaube, das sollte erstmal ausreichen. Elixierlager Level 4 und wir füllen das ganze Elixier jetzt mal auf und haben somit 1 Million und können die Kampfmaschine endlich aufbauen. Perfekt. Vorspulen und da ist sie auch schon, die Kampfmaschine auf Level 1. Ich setze sie jetzt einfach mal hier hin. Das ist einfach mega heftig, Leute. Kampfmaschine Level 1, was soll man sagen?
Es ist einfach so eine krasse Truppe und die macht so viel aus. Immer wenn ich gegen Leute gespielt habe, die die Kampfmaschine schon hatten, habe ich eigentlich fast immer verloren, weil das einfach overpowered ist. Aber gut, jetzt habe ich sie selbst auch und einen Multimörser habe ich auch noch. Let's go, der wird auch noch easy gebaut. Ist jetzt auf Level 1 und wir haben nur noch 7000 Gems, das heißt, wir haben die Hälfte bereits ausgegeben. Dann würde ich sagen, packe ich mal die ganzen Gebäude auf die gleichen Leveln wie die anderen Gebäude aktuell haben. Dafür muss ich aber erstmal Elixier und Gold auffüllen. Und ich glaube, das lohnt sich mehr als immer so mit Gems zu zahlen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber wir werden es eh gleich sehen. So, Goldlager wird auch nochmal verbessert. Zack, auf Level 4, so wie das andere. Dann haben wir genau so viel Platz. Dann können wir noch die Doppelkanone hochpowern, hochleveln, wie auch immer. Ein paar Level gehen sich auch auf jeden Fall aus. Und die Kampfmaschine würde ich auch extrem gern schon auf Level 2 machen. Aber ich glaube, das reicht erstmal auf Level 1. Das ist eh schon relativ krass, dass wir die jetzt generell mal haben. Multimörser ist auch auf Level 2 oben. Und dann machen wir noch die Stoßfalle und so weiter. Diese ganzen Fallen und Minen auch ein bisschen hoch. Dafür brauchen wir wieder Gold. 1 Million Gold für 1200 Gems. Das ist natürlich heftig. Aber was soll's. So, Stoßfallen, die sind alle auf Level 4. Genau. Das heißt, ich pushe es einfach mal aufs gleiche Niveau alles, dass wir da so ausgeglichen sind. Und eigentlich wäre eine neue Base schon relativ wichtig, aber was soll's. Was soll's, Leute? Ich werde jetzt einfach mal mit der Battle Machine kämpfen. Ich halte es einfach nicht mehr aus, die hier zu sehen und damit nicht fighten zu können. Aber gut, ich glaube, jetzt haben wir erstmal alles so hoch gepusht, wie es geht. Und also weiter geht es natürlich auch auf jeden Fall, aber das reicht jetzt erstmal, würde ich sagen. Und ja, let's go. Wir machen den ersten Fight. Hier mit der Battle Machine. Mein erstes Mal mit der Battle Machine. Ich bin richtig gehypt. Ich habe richtig Bock, da jetzt zu fighten. Und ja, wir bekommen natürlich erstmal einen, der keine Battle Machine hat. Das ist ziemlich gut für mich. Und ich habe hier nur Barbaren. Das ist natürlich nicht so mega nice. Ich würde sagen, ich packe hier mal Riesen rein. Dann vielleicht noch die Mauernsprenger oder Bombenwerfer. Bogenschützen und Barbaren. Okay, das heißt, ich beginne hier mit den Riesen, setze auch direkt die Battle Machine dahinter, dann spreade ich noch die Barbaren hier so auf, die sind alle schön im Rage und dann kommen hier noch die Bogenschützen. Dann schauen wir mal, wie sich das Ganze jetzt abspielt. Ich hoffe, dass die Battle Machine irgendwie nicht ganz außenrum läuft, das tut sie natürlich. Perfekt, der Riese. Der eine läuft zumindest rein und ich denke mal, ja, 2 Sterne werden wir auf jeden Fall schaffen. Die Bomber sind ja jetzt schon auf der Meisterhütte dran mit den Bogenschützen. Die supporten auch nochmal ein bisschen. Also 2 Sterne sollten auf jeden Fall drin sein. Die Battle Machine hat ja noch nicht mal ihre Ability. Ich glaube, die kommt erst ab Level 5 dazu, wenn mich nicht alles täuscht. Ich will jetzt auch keinen Blödsinn erzählen, aber ich bin mir ziemlich sicher. Das heißt, dafür müsste ich die einfach noch ein bisschen höher leveln. Aber gut, wir haben schon mal 69%. 100% werden sich eventuell ausgehen, wenn wir die Kanone noch down bekommen. Es wird relativ close, aber ich glaube mal, wir schaffen das sogar. Und ja, die Kanone ist down. Somit steht kein Verteidigungsgebäude mehr im Weg. Und das werden 100%. Also 3 Sterne. Easy. Perfekt, Leute. 3 Sterne sind am Start. Und ich denke mal, oh, der Gegner greift auch noch an. Es ist ein Sieg. Okay, er hat nur 52% geschafft, nur mit Barbaren. Und ja, da haben wir natürlich wieder Cups dazu gewonnen. Das ist auf jeden Fall mega nice. Die Kampfmaschine können wir jetzt heilen. Und ab wann? Genau, Fähigkeit wird aber Level 5 freigeschaltet. Wusste ich ja, Leute. Aber dafür haben wir jetzt echt zu wenig Gems. Da müsste ich nochmal so 100-200 € aufladen, dass sich das ausgeht. Und das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu teuer. Aber ich würde sagen, wir machen noch einen Fight. Wir bilden alles fertig aus. Die können wir natürlich healen. Die muss gar nicht dabei sein im Fight. Ist auch gut zu wissen. Aber ja, wir machen den nächsten Fight und ich denke mal, den gewinnen wir auch wieder. Easy. Ja, let's go. Wir setzen hier erstmal die Riesen ran. Zack, hier die Bomber, dass die Riesen dann noch schön reinlaufen. Die Battle Machine hier auch am Start. Die läuft hoffentlich jetzt auch rein. Perfekt, das tut sie. Und frag mich jetzt, warum ich lauft sage. In Österreich sagt man einfach, also irgendwie ist es voll grammatikalisch falsch. Wir sagen einfach so lauft und nicht läuft. Keine Ahnung warum. Ist irgendwie ein bisschen blöd. Aber gut, den ersten Stern haben wir jetzt schon mal am Start. 40% sind auch drin. Ja, die Doppelkanone ist noch am Start, der Zerschmetterer. Aber ich denke mal, das werden wieder 3 Sterne. Das ist richtig easy mit der Battle Machine hier jetzt zu fighten. Ohne Spaß, das erleichtert einfach einiges. Ich habe früher eigentlich nie drei Sterne geholt. Das war ziemlich selten. Aber jetzt mit der Battle Machine, wie gesagt, geht das relativ easy. Und der Dude hat ernsthaft hier hinten noch ein paar Gebäude stehen. Ah, alles klar. Okay, aber 100% werden trotzdem drin sein. Übrigens, Leute, kam heute auch ein Clash Royale Video und ich empfehle euch auf jeden Fall, das anzuschauen, denn dort gibt es ein 100-Euro-Giveaway und
Heute um 19 Uhr wird gelivestreamt, Clash of Clans. Nee, Clash Royale, nicht Clash of Clans. Wenn ihr Clash of Clans auch mal streamen wollt, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Würde ich auch gerne mal machen und das war wieder ein Win. Und Leute, ich würde sagen, das war es jetzt hier auch mit dieser Folge Clash of Clans. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wir haben fast 100 Euro ausgegeben für ein paar Upgrades. Aber immerhin bin ich jetzt schon Meisterhütte 5. Und das ist um einiges besser als 4, weil man einfach diese ganzen krassen Sachen freischaltet. Ja, ich denke mal, ich werde so auf 3000 Pokale pushen können. Wir werden es sehen und wir sehen uns. Haut rein. Ciao.